Völlige Katastrophe gestern bei Karin Mioska. Nicht nur eine krasse Sicherheitspanne im Studio, nein, auch die Aussagen der Gäste sind völlige Katastrophe. Und das, obwohl... Recht, wenn er sagt, wir können so nicht weitermachen, wenn im jüngsten Deutschland-Trend 77% der Deutschen sagen, wir brauchen eine Kehrtwende in der Migrationspolitik. Ganz genau. Wenn 77% der Deutschen sagen, wir brauchen eine Kehrtwende in der Migrationspolitik, dann lädt Karin Mioska drei Gäste in ihre Sendung ein, die immer sagen, genau, das geht nicht, sondern wir müssen uns dann solidarisch zeigen und Menschen, die Schutz brauchen und bla 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 bla. Die ganze Leier kennen wir, aber Karin Mioska macht dem ersten deutschen Fernsehen für ihren Regierungsauftrag, ihrem Staatsfunk-Propaganda-Auftrag, den sie tatsächlich haben. Immerhin bezahlt die Bundesregierung außerordentliche Honorare, unabhängig von der Beschäftigung bei ARD oder ZDF, eben an diese Reporter, wenn sie über sie berichten. Ja, ein Schelm, wer Böses dabei denkt. Zu Gast Hendrik Wüst, der Feigling aus NRW, wie ich immer sage, manche sagen der Wüstling, der eine Integrationsministerin unterstützt, die für den Attentäter in Solingen politisch verantwortlich ist. Sie hat die Konsequenzen zu tragen, sie hat sich drei Tage nicht blicken lassen und er hält an ihr fest. Und jetzt hört mal, was er hier besonders Freches sagt. Die Verantwortung liegt darin, dass es besser gemacht wird. Nein, die Verantwortung liegt darin, Konsequenzen zu ziehen, wenn man seiner Verantwortung nicht gerecht geworden ist. Ist es die Verantwortung des Feuerwehrmannes, wenn schon zwei Häuser abgebrannt sind, dann ein drittes anzuzünden, um das zu löschen? Nein, es ist völliger Wahnsinn, was er hier sagt. Die Verantwortung liegt darin, dass es besser gemacht wird. Nein, die Verantwortung liegt darin, dass man sich kompetentes Personal aussucht, und zwar unabhängig von der Farbe des Parteibuches. Aber was wollen wir erwarten? Die größte Schleusertruppe in NRW ist eine Mischpoke aus den Altparteien. Dutzende Ermittlungsverfahren gegen CDU, gegen SPD und so weiter. Leute, die Grüne, und das war ja jetzt nur die Integrationsministerin hier, die Ministerin. Was ist denn mit Limbach? Dem Justizskandalminister in NRW, der die Cum-Ex-Staatsanwaltschaft auseinandergeschossen hat. Hier sieht man mal wieder, was die Aufgabe des Staatsfunkes ist, nämlich die Regierung zu schützen. Und wir machen einfach mal weiter. Wenn Friedrich Merz der Bär ist und Markus Söder der Löwe, was sind Sie denn? Ja, das würde ich jetzt auch gerne wissen. Da müssen Sie mir jetzt eine Antwort drauf geben. Da können Sie noch lachen. Dabei geht es nicht nur um die Zukunft unseres Landes, es geht sogar um die körperliche Unversehrtheit von Tausenden, wenn nicht gar Zehntausenden oder gar Hunderttausenden von Deutschen und von allen, die in Deutschland leben. Das sind nicht nur Deutsche, die tagtäglich Opfer werden der Messergewalt. Alles völlig egal. Man lacht sich lieber den Sonntagabend schön. Josephine Paul, dass ein folgenschwerer Fehler passiert ist. Es geht um die Frage, warum wurde der mutmaßliche Islamist, der in Solingen drei Menschen getötet hat, nicht rechtzeitig abgeschoben? Der Mann war ausreisepflichtig, sollte nach Bulgarien abgeschoben werden, der Flug war gebucht, Bulgarien wollte ihn nehmen. Ja, warum er nicht abgeschoben wurde? Weil die Grünen selbst die Überstellungen nach Dublin-Verfahren sabotieren und nicht haben wollen, weil sie ernsthaft da oben im Kopf die verblödete Meinung haben, jeder kann hier bleiben, wir haben Platz für alle. Es ist völliger Wahnsinn, Leute, es ist echter Wahnsinn. Und genau hier kam jetzt die Aussage von am Anfang von Wüst. Aber dass der Mann nicht abgeschoben werden konnte, liegt im Verantwortungsbereich Ihrer Ministerin für Flucht und Integration. Welchen Fehler hat sie gemacht? Naja, ob sie persönlich einen Fehler gemacht hat, das wird man im Untersuchungsausschuss sehr genau anschauen. Ich kann Ihnen sagen, welche Fehler sie gemacht hat. Sie war zum Beispiel nicht rechtzeitig am Tatort. Sie war viel später da als Sie. Hat aber jetzt mit der Abschiebung nichts mehr zu tun. Aber sie hat einige Fehler gemacht, wie sie im Umgang damit aufgetreten ist. Ja. Sie war 24 Stunden nach dem Anschlag telefonisch nicht erreichbar. Der Innenminister Herbert Reul hat mehrfach versucht, sie zu erreichen. Dann sollte eine Täterbeschreibung rausgegeben werden. Die kam aber nicht, obwohl man eigentlich schon auf der Suche nach diesem mutmaßlichen Täter war. Und dann ist sie erst drei Tage am Dienstag hat sie sich erst geäußert und hat sich den Fragen der Presse gestellt. Später als Sie haben am Montag mit dem Bundeskanzler, waren Sie vor Ort und hat sich... Wenn die eigene Ministerin sich nach dem Ministerpräsident äußert zu ihrem eigenen Fachgebiet. Leute, ihr könnt euch das ja gerne anschauen hier bei Karin Mioska. Die Antwort von dem Wüstling,
Das ist das, was ihr am Anfang gesehen habt hier. Die Verantwortung liegt darin, dass es besser gemacht wird. Und daran arbeitet sie sehr, sehr akribisch. Und das tun wir alle. Sie trägt die politische Verantwortung. Sie trägt die Verantwortung vor allen Dingen dafür, dass es besser läuft. Nein, sie trägt nicht die Verantwortung dafür, dass es besser läuft. Sie hat es nämlich schon seit über 2,5 Jahren in der Hand, das Heft des Handelns oder das Zepter, wie auch immer ihr das nennen wollt. Und sie hat einfach nichts gemacht, weil sie es nicht wollen und weil sie es teilweise nicht können. Es ist wirklich phänomenal. Aber wir kommen jetzt mal zur größten Sicherheitspanne im öffentlich-rechtlichen Fernsehen seit langem. Es gab mal wieder Protest aus den Reihen der Zuschauer. Problem ist nicht, dass es Protest gab. Ne? Man kann sich mit einem Transparent da durchmogeln. Achtet mal darauf, wie lange es dauert, bis die Security diese Leute jetzt entfernt hat. Stellt euch nur mal vor, die hätten jetzt beide ein Messer dabei gehabt und wären nicht mit Transparenten, sondern mit ihren Messern als Meinungsverstärker im Publikum aufgetreten. Leute! Das klatscht und zwar beim nächsten Mal, wenn da der Falsche sitzt, dann habt ihr das im Live-Fernsehen. Guckt euch das an, es ist wirklich fürchterlich. Es ist richtig fürchterlich. So. Wir haben zwei Proteste im Publikum. Könnten Sie, wären Sie so freundlich? Ja. So, wenn... Es gibt zwei Proteste und ich weiß nicht, ob Sie das zu Hause sehen. Alleine bei diesem Wort Bombe hätte man sofort das Studio in meinen Augen evakuieren müssen. Sie halten zwei Plakate hoch und ich kann nicht so richtig lesen, was draufsteht. Darf ich Sie bitten, entweder einmal zu formulieren, was Sie wollen, oder das Studio zu verlassen? Wir schweigen ja auch nicht. Sie haben sicher einen... Entschuldigung, könnten Sie mal aufhören zu schreien? Sie haben sicher einen berechtigten Anliegen. Aber dürften wir jetzt unsere Sendung weiter fortführen? Sie können schreiben und sich an uns auf andere Weise wenden, aber heute wollen wir diskutieren und zwar über ein anderes Thema. Danke. Danke für Ihr Verständnis. Danke, dass Sie das Studio verlassen. So, jetzt können wir weiter diskutieren. Ich hoffe, bei Ihnen ist alles in Ordnung da oben. Okay. Ernsthaft? Über eine Minute braucht ihr, bis ihr die Security da habt. Wo waren die? Pinkeln? Zu Hause? Am Eingangstor? Es ist völliger Wahnsinn, Leute. So kann man doch heutzutage nicht die Sicherheit von einem Fernsehstudio gewährleisten. Die nächste Frage ist, wo ist der Personenschutz von Wüstling? Wo ist denn das LKA? Ja? Leute, das ist peinlich. Inhalt des Protests, es ging um zwei angeblich kurdische Journalistinnen, die ermordet worden sein sollen. Ernstes Thema, bin ich ganz bei der Sache. Aber das Fernsehstudio muss geschützt werden, und zwar geschützt werden vor jeder Form der Störung des Produktionsablaufes. Das ist das Gleiche, wie wenn Sie dann anfangen, irgendwo in anderen Unternehmen, keine Ahnung, beim Bäcker in die Backstube zu laufen und zu sagen, wir ziehen uns jetzt hier alle nackt aus. Nee, Leute, irgendwo sind Grenzen gesetzt, aber das öffentlich-rechtliche Fernsehen steht wieder da wie der begossene Pudel. Viel schlimmer ist doch aber, was danach noch gesagt wurde in der Sendung. Passt mal auf. Und es ist natürlich für Politiker genial, absolut genial. Und das funktioniert, weil eben den Menschen Angst gemacht wird. Die Migranten überlasten uns. Das heißt, ich muss mich nicht dafür verantworten, dass ich es nicht schaffe, genug Lehrer im Land anzustellen. Ich muss mich nicht dafür verantworten, dass ich nicht die nötigen Hebel in Bewegung setze, um Wohnraum günstig zu machen. Genug Kita-Plätze, all das. Und ständig zu sagen, ich weiß gar nicht, was er mit Universitäten gemeint hat, das ist ein ganz altes Narrativ. Das ist wieder, ehrlich gesagt, so eine Unterstellung. Darf ich das kurz zu Ende führen? Das passiert. Das ist genau der Punkt. Das ist dieses alte Narrativ und das hört man inzwischen. Und da kommt man mit der AfD zusammen. Wir gegen die. Kommen überhaupt die nicht sind, mit denen zusammen. Machen Sie sich da mal keine Sorgen. Die sind doch, weil das genau dasselbe Fundament ist von dem, was gesagt wird. Das heißt, wir gegen die und die Ausländer sind schuld. Wie gesagt, das ist unabhängig von Maßnahmen, die man gegen irreguläre Migration unternehmen will. Das ist einem Staat überlassen, das zu tun. Aber so etwas spaltet die Menschen. Es hilft überhaupt niemandem und es entspricht nicht der Wahrheit. Es ist nicht richtig, dass die Schulen, die Krankenhäuser und alles wegen der Migranten überlastet sind.
Stellen Sie sich eine Schulklasse vor von 84 Schülern. Da kommen 3 Schüler dazu. Wenn alles auseinanderfliegt... Also 84 haben wir noch nicht, so groß sind die Probleme noch nicht. 84 Schüler. 84 Millionen Einwohner haben wir in Deutschland. Und wir sind bei 2,5 bis 3 Millionen Geflüchteten. Und alles fliegt auseinander. Dann hat Deutschland, der Staat und die Strukturen ein Problem. Und dann immer zu sagen, die sind schuld und die überlassen uns, das ist nicht richtig. Lügen, Lügen, Lügen. Wie ich euch am Anfang gesagt habe, Sie können nur Leute einladen, die hier Kritik üben. 2 bis 3 Millionen Geflüchtete und hier bricht alles zusammen. Ich weiß nicht, in welcher Realität sie stehen geblieben ist. Es ist völliger Wahnsinn, Leute. Es kommen pro Jahr manchmal 2 Millionen Menschen über unsere Grenze. Und sie redet von insgesamt. Leute, wenn wir anfangen, wir haben hier 2015 2,1 Millionen. 2016 1,8 Millionen, 2017 1,5 Millionen, 2018 1,5 Millionen, 2019 1,5 Millionen, 2020 1,1 Millionen, 2021 1,3 Millionen, 2022 2,6 Millionen und 2023 1,9 Millionen. Personen, die nach Deutschland zugewandert sind. Selbstverständlich gibt es da auch Abwanderungen, aber hier zu sprechen, nur 2 bis 3 Millionen Leute lassen unser System zusammenbrechen. Die Frau ist jenseits jeder Realität. Ja, es hat schon vorher nicht alles funktioniert und jetzt kommt es aber dazu, dass wir teilweise krass viele Jugendliche haben, die hier zu uns kommen. Also es kommen nicht nur 3 Millionen zu 84 Millionen dazu, sondern wir haben ungefähr pro Jahrgang ungefähr 600.000 bis 700.000 Kinder. Das heißt, 600.000 bis 700.000 Kinder pro Jahrgang gehen in die Schule. Pro Jahrgang. Und jetzt kommen sie auf die Idee und es kommen jedes Jahr 200.000, 300.000 direkte Flüchtlinge dazu, die ja ihre Kinder mitbringen, die hier in die Schule gehen sollen. Das heißt, zu 600.000, 700.000 Schülern kommen dann einfach mal 50.000, 80.000 Migrantenkinder dazu. Wir haben noch gar nicht über die ukrainischen Kinder gesprochen. 1,2 Millionen Ukrainer in den letzten 24 Monaten, die hierher gekommen sind. Stell euch vor, es sind 300.000 Kinder dabei. Ja, aufgeteilt auf 10 Jahrgänge, aber wieder 30.000 pro Jahrgang. Um dann zu sagen, die Migranten haben nicht Schuld. Naja, sie verbessern das System auf jeden Fall nicht, indem sie einfach den Personenschlüssel weiter absenken. Und ja, ein Land ist auch irgendwann am Rande seiner Kapazität. Und wenn diese Frau sich hier beschwert, dass Deutschland nicht mehr aufnehmen kann, soll sie sich doch mal die Frage stellen, welch kluge Politik die letzten 20, 30 Jahre hier gemacht wurde, dass es ja selbst an Wohnungen für uns selbst mangelt, geschweige denn an jedem, der über die Grenze kommt. Ich bin wirklich schockiert gewesen von dieser Sendung. Ich sage euch eins, schaut sie euch besser nicht an, spart euch die 60 Minuten Lebenszeit auf. Es ist einfach absolutes grünes Framing, immer mehr Migranten, immer mehr Migranten. Und der Hauptunterton, der ja jetzt das neue Woke ist, wir wollen keine irreguläre Migration, wir wollen reguläre Migration. Bestes Beispiel ist das Migrationsabkommen mit Kenia, was sie jetzt abgeschlossen haben. Sie wollen knappe 1000 Leute zurückführen nach Kenia und dafür jetzt 250.000 Leuten die Einreise zu ermöglichen. Sie haben einfach nur aus irregulärer Migration reguläre gemacht und fahren das nach oben. Das heißt, selbst wenn kein einziger illegaler Grenzübertritt mehr stattfindet, wollen sie uns hier mit Millionen ausländischer Menschen fluten. Das ist offizielle Agenda. Sie sagen, demografischer Wandel geht nur über Zuwanderung. Die Japaner machen vor, dass es anders geht. Ich sage nicht, wir müssen werden wie Japan, aber wir müssen mal ehrlich diskutieren. Sie denken jetzt, sie machen aus irregulären Migranten reguläre Migranten und das würde der AfD Stimmen abnehmen. Nein, dann hat die AfD irgendwann die absolute Mehrheit und dann geht's richtig rund in diesem Land. Dann ist Rambazamba angesagt. Ich bin aber gespannt auf deine Meinung. Hast du die Sendung von gestern Abend gesehen oder hast du auch gesagt, das spare ich mir? Abonniere meinen Kanal, abonniere auch X und Telegram. Ansonsten empfehle ich noch Auswandern mit Kopf, dem neuen Zweitkanal von mir für Jung oder Alt, für Arm oder Reich. Und diese Woche mache ich euch endlich ein neues Video. Hatte ein bisschen Zeitprobleme in der letzten Woche, aber wir sehen uns diese Woche etwas öfter. Damit ciao, bis bald.